Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Merlin Plays Stoneblock 2. Wir sind ja in unserer Mobfarm soweit, dass einigermaßen gut aussieht. Ja, okay, aber funktionieren tut es leider noch nicht. Da müssen wir jetzt heute ein bisschen weiterarbeiten. Genau. Blöcke für hübsch ausschauen haben wir im Inventar. Genau, aber leider werden die Mobs ja nicht nach vorne transportiert. Dafür braucht man noch irgendeine Vorrichtung. Und ich würde sagen, wir nehmen da die Mob Grinding Utils, den Fan. Wo haben wir den? Da ist er. Genau, und ich denke, zwei Stück sollten da ausreichen. Allerdings mit diesen Width Modifier. Genau, drei Stück können wir maximal reinmachen. Das bedeutet, wir machen uns sechs Stück. Dann sollten die schon mal funktionieren. Okay, so viel dazu. Dann brauchen wir natürlich noch Beleuchtung. Genau, und da gibt es jetzt. Also wir brauchen einerseits mal die Beleuchtung, mit der wir die Mobfarm ausschalten können. Da würde ich ganz normale Redstone Lamps jetzt einfach mal benutzen. Genau, die werden wir wahrscheinlich so jetzt nicht herstellen können, habe ich vermutet. Brauchen wir noch kurz Glowstone, die normalen bitte. Genau, ich würde sagen, da reichen eigentlich drei Stück sollten da ausreichen. Schauen wir dann kurz. Genau, machen wir drei Stück davon. So, jetzt gibt es allerdings noch eine. Und zwar von Random Things. Die Lapis Lamp. Ganz kurz zeigen. Die funktioniert wie eine normale Redstone Lamp. Das bedeutet, sie gibt ein Licht von Höhe 15 aus. Aber verhindert kein Mob Spawning. Sprich, Mobs spawnen ja erst ab Lichtlevel 7. Und hier haben wir Lichtlevel 15. Und trotzdem ist die Mobs egal, die spawnen trotzdem. Genau, deswegen würde ich sagen, da bauen wir uns einfach mal. Ja, muss ja bloß grundlegend ausgeleuchtet sein. Bauen wir uns einfach auch drei Stück. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt wieder von der normalen nicht genügend haben. Aber an dem soll es jetzt nicht scheitern. Machen wir uns auch nochmal drei Stück. So, dann würde ich nur die normalen, also die Lapislamps, die können natürlich dauerhaft leuchten, die schaden nichts. Aber die anderen, die verhindern natürlich den Mobspawn. Deswegen müssen wir den ganzen ausschalten. Macht natürlich keinen Sinn, jetzt drin drei Schalter hinzubauen, deswegen wir die Red Alloy Wires verlegen. Später kann man das natürlich mit Conduits machen, aber ich will jetzt nicht den ganzen Weg über die Conduits, über Ender.io gehen, sondern machen wir erst einmal die einfache Variante. Dafür brauchen wir Red Iron Compound. Ja, egal. Ein Stack her damit ab in den Ofen. Oder habe ich richtig gesehen? Ich denke schon. Genau, ab in den Ofen. Ah, Essensnachschub, sehr schön. So, dann müssen wir das Ganze natürlich noch ausschalten. Das machen wir über einen Switch. Da ist die Frage, wie viel machen wir? Brauchen wir immer wieder, machen wir gleich vier Stück. Okay, gut, dann können wir das Ganze schon mal, also die Mobs werden nach vorne getrieben. Wir können das Ganze stoppen durch die Lampe. Wir haben ein bisschen Licht drinnen. Genau, jetzt müssen wir natürlich irgendwie nur die Drops einsammeln. So, jetzt ist wieder die Frage, wie hat das gute Stück geheißen, das wir benutzt haben? Item Collector. Genau, den haben wir benutzt gehabt. Der hat eigentlich sehr schön funktioniert, muss ich sagen. So, wir brauchen. Na, okay, das war falsch. Wir brauchen Lapisblock. Genau, ein Stück reicht da. Brauchen wir nicht so oft. Und zwei Dropper. Genau, und schon ist er auch fertig. So, dann haben wir eigentlich schon sehr viel zusammen, was wir brauchen. Genau, ich glaube jetzt einfach mal die 13 Stück, die wir haben. Ich würde das Ganze natürlich gerne noch isolieren. Weil es soll ja nicht leuchten wie. Ja gut, es ist eh meistens ausgestellt. Aber egal, ich hätte es gerne isoliert. Bisschen unauffälliger. Ist die Frage, was für Farbe nehmen wir da? Schwarz, grau, lila, blass, blau. Die Frage. Ich denke, die Wand ist so light gray. Okay, da brauchen wir light gray Wolle. Da scheitert es doch tatsächlich an der Wolle. Na, falsches erwischt. Das brauchen wir. Aber Wolle können wir machen. Oh. Haben wir nicht ein String Chicken? Muss man jetzt noch mal kurz nachschauen. Vielleicht ist euch aufgefallen,
Die Videoqualität ist endlich besser geworden. Ich habe endlich rausgefunden, an was liegt. Ich kann mich jetzt auch schnell bewegen, ohne dass tausende Artefakte und Störungen drin sind. Es war einfach nur eine kleine Zahl, die falsch eingestellt war. String. Ah, okay. Nehmen alles zurück. Wir haben ja den Spiderweb-Sapling. Da müssen wir schon langsam mal um ein zentrales Lagersystem kümmern, dass das Ganze ein bisschen zusammengeführt wird. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau, schmeißen wir ins Inventar. Genau, und jetzt schaut die Grafik schon deutlichst besser aus. Ja, dieser backt manchmal ein bisschen rum, muss ich sagen. So, besser. Genau, das Ganze wollen wir natürlich noch in Light Gray, wie wir gesagt haben. Da war das. Jetzt haben wir kein Light Gray. Ja, eins führt immer zum nächsten. Okay, aber da haben wir alles da. Machen wir einfach mal ein paar. Genau, wie gesagt, also Bildqualität jetzt endlich deutlich besser. Das ist schon ein großer Unterschied. Wie gesagt, einfach nur eine kleine Zahl, die falsch eingestellt war. Ich habe das nach YouTube-Videos gemacht. Leider waren diese ganzen YouTube-Videos, naja, eigentlich kann man sagen, alle für Streamen gedacht. Für die Aufnahme selber war leider keine vernünftige Aussage mit dabei. Genau, vielleicht habe ich es auch noch nicht gefunden. Kann alles sein, alles möglich. Aber jetzt funktioniert es auf jeden Fall deutlich besser. So, machen wir ein Paket und nochmal ein Paket. Genau, dann brauchen wir allerdings noch einmal unisolierte, soweit ich mich erinnern kann. Weil isolierte Leitung gibt natürlich nichts ab an die Lampe. So, ich hoffe mir, dass das Ganze reicht. Dann könnten wir eigentlich schon mal runter marschieren und einfach probieren. Schauen, ob es alles funktioniert, so wie wir uns das gedacht haben. Haben wir wieder creepy Geräusche. Warum auch nicht? So, das Ganze muss da weg. Jetzt wieder die große Frage der Fragen. Natürlich. Oder? Ja, natürlich verkehrt rum. Au! Das blöde Schwert. Immer druscht's mich. Ja, ist es perfekt eingestellt oder nicht? Ich denke schon. Leck. Jetzt ist weg. Sehr schön. So, dann bauen wir mal unsere Fans auf. Genau, ich denke, wenn wir da einen hier bauen. Und klaust du mir schon wieder alles? So. Genau. Wir haben ja die Verbreiterung. Sollte dann 1, 2. Brauchen wir dann eigentlich nur zwei Upgrades. Egal, jetzt haben wir es gemacht, jetzt benutzen wir es auch. Ah ja, da sieht man es recht schön. Egal. Ja, wir brauchen nur zwei. Dann nutzen wir auch nur zwei. Ta, da sehe ich schon ein Problem. Das Ganze ist zu kurz. Wir müssen das noch erweitern. Okay, können wir auch. Es gibt auch Erweiterungen für die Länge des Signals, wollte ich schon sagen, für die Distanz. Ernsthaft? Jetzt haben wir keine Federn mehr. Probieren wir mal eins. Na, eins ist noch zu wenig. So, jetzt ist nur die Frage, warum laufen die nicht? Das ist. Hallo? Brauchen die etwa ein Redstone-Signal? Dann schauen wir noch mal kurz, ob das so ist. Ja. Platzieren wir einfach mal testweise einen Block drüber. Ah ja, tatsächlich. So. Ja. Tja. Gute Frage. Wie schalten wir die jemals wieder aus? Da bräuchte man fast eigentlich eine zweite Leitung. Aua.
Da brauchen wir zweite Leitung. Hilft nichts. Okay. Umplanen. Wir brauchen eine zweite Leitung. Na, ich glaube, die heißen dann Bundled. Bundled Cable. Ah ja. Okay. Gut, dann ist die Frage. Würde ich sagen, machen wir grau für die Fans. Genau, weil die Fans müssen ja anders eingeschaltet sein als die Lampen. Das muss quasi entgegengesetzt sein. Okay, dann brauchen wir. Ja, dann machen wir noch rote Kabel. Dann stellen wir noch rote Kabel her. So, wieso sind jetzt die. Ich muss das Ganze anders eingehen. Ich sehe schon. Project Red ist das Ganze. So, wir brauchen Red Insulated Wire. Brauchen wir natürlich rote Wolle dafür. Wer hätte es gedacht? Wenigstens haben wir da genügend. So. Die da brauchen wir. Genau. Und dann machen wir noch das Bundled Cable. Da kann es uns jetzt allerdings schnell passieren. Ist die Frage, welche nimmt der jetzt? Oh je. Na, ich sehe schon. Da brauchen wir deutlich mehr. Okay. Planänderung, gehen wir nochmal kurz nach oben und holen uns die restlichen Kabel. Beziehungsweise dieses Redstone, Alloy, Gedöns, wie auch immer. Da soll eigentlich kein Kabel hin. Ich wollte nur da drauf zugreifen. Sehr schön. So. Genau, da brauchen wir wieder die Wolle zuerst. Oh. Machen wir mal so viel wie es geht. Irgendwie hängen wir da ein bisschen. Da brauchen wir da wieder mehr und dann da wieder mehr und dann da wieder mehr. Wo war ich denn jetzt? So, dann machen wir jetzt einfach einen Stack. Und. Irgendwie verliere ich es immer wieder. Haben wir jetzt auch 59, dann machen wir es jetzt einfach so. Okay. Und was scheitert jetzt? Okay. So. Gut, jetzt haben wir einiges am Start. Das kann weg, das kann weg. Genau, jetzt brauchen wir noch Bundled Cable. Waren die da, waren's. Genau, da würde ich jetzt wieder nicht die paar roten benutzen. Ah. Irgendwie will es nicht so richtig. So, jetzt ist das Ganze besser. Okay, dann probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Vielleicht haben wir ja jetzt mehr Glück. Ah na, Federn brauchen wir noch. Uns fehlt nur noch eine Erweiterung nach vorne. Die holen wir uns jetzt noch kurz. Federn sollten wir doch eigentlich haben, denke ich mal. Oder denke ich da falsch? Ist das möglich? Haben wir keine Federn? Das gibt's doch nicht. Okay. Unerwartet. Machen wir so viel mit Hühnchen und haben keine Federn. Das haben wir vielleicht doch mal über die Ground Trap welche bekommen. Das könnte direkt sein. Da haben wir eine Notration. Sehr schön. Genau, was wollten wir damit machen?
Wir wollten eine Erweiterung nach vorne machen, genau. So. Und dann brauchen wir noch die Vector-Plates, die wir in der Loot Chest einmal bekommen haben. Gut, jetzt sollten wir es aber schaffen eigentlich. Aber so wie ich mich kenne, laufen wir wahrscheinlich noch 10-mal hoch. Kein Problem, dann laufen wir halt noch 10-mal hoch. Wenn es zu viel wird, mache ich einen Zeitraffer. Ganz einfach. So, jetzt ist das Ganze besser. Genau, dann brauchen wir das graue Kabel. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen. Ah, das ist ärgerlich. Okay, muss man ein bisschen testen. Okay. So funktioniert schon mal nicht. Und so leider auch nicht. Funktioniert es denn anders? Oh ja, so funktioniert das Ganze. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier nicht direkt in das Bundled Cable reingehen können, weil wir sonst keine Unterscheidung haben. Genau, funktioniert so nicht. Da müssen wir da leider wirklich zwei Blöcke nach oben gehen. Nicht die schönste Variante, aber leider jetzt momentan nicht anders möglich. Wie gesagt, später bauen wir das Ganze natürlich dann alles noch ein bisschen anders auf. Okay. Dann brauchen wir das dann noch runter. Dann sollte das auch laufen. Dann kann man eigentlich schon mal den Bereich ausschalten. Genau, dann würde ich sagen, bauen wir noch hier am Boden jeweils die Stopperlampen hin. Sprich die ganz normalen Redstone-Lamps, die dann das Spawnen verhindern sollen. Genau, dazu benutzen wir dann die roten Kabel. Wunderbar. Dann hoffen wir mal, dass unser Plan funktioniert soweit. Genau, momentan schaut man mal da ein bisschen. Aua! Jedes Mal! Das heißt, schalten. Wir machen da die Torches wieder dran, vorübergehend. Genau, jetzt wäre natürlich das praktisch, wenn wir das irgendwie da durchleiten könnten. Schön ist nicht, aber es sollte funktionieren zumindest. So, genau, das hat quasi genau ausgereicht. Dann könnte man. Genau, dann machen wir einfach. Ja, irgendwie nicht das Wahre, muss ich so sagen, wie es ist. Genau, dann würde ich sogar. Würde ich sogar dann nochmal um eins zurückgehen. Okay, dann haben wir genügend Kabel zumindest. Und hier. Na, das funktioniert leider auch nicht. Weil wenn ich jetzt die zwei setze, dann verbinden sie die logischerweise. Aha, wie machen wir das? Wie machen wir das? Okay. Dann machen wir das Ganze jetzt einfach auf nicht schön, aber das funktioniert zumindest. Genau. Erst einmal funktionell und die Mob vom überhaupt ans Laufen bringen. Und die Optik kann man dann später noch machen. So, also Mob spawn ist nichts, wunderbar. Genau, jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen was sehen, auch wenn die Beleuchtung aus ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach unsere
Lapislamps hier oben rein. Wie gesagt, das ist ja, hat ja nichts mit dem Spawning zu tun, sondern ist einfach nur, dass man ein bisschen reinschauen kann. So, dann brauchen wir natürlich noch eine Tür, um das Ganze zu verschließen. Da wird sich natürlich irgendwas anbieten. Gute Frage. Bei Melissa's Doors weiß ich jetzt leider nicht, wie man den wie man das einstellt, dass die mit dem Redstone-Signal funktioniert. Egal, das probieren wir jetzt einfach. Im schlimmsten Fall kann man ja dann immer noch umswitchen auf eine normale Eisentür. Ah ja. Okay. So viel zu dem Thema. Ich kann die Tür so gar nicht aufmachen. Haben wir natürlich da das Problem. Lösen wir so. Machen da den Schalter her. Setzen jetzt die Tür, dann sollte die offen sein. Okay, das ist vielleicht nicht die schönste Variante. Aber funktioniert. Okay, solange es funktioniert, ist alles gut. Aha. Okay, also diese Anzeige scheint auch nicht richtig zu funktionieren. Die zeigt jetzt quasi an, dass hier keine Mobs spawnen können in den Bereiche. Sollte aber trotzdem möglich sein, denke ich. Genau, das schalten wir ein. Den legen wir auf den oberen linken Slot. Okay. Dann sollte die Mobfarm eigentlich funktionieren. Natürlich praktisch, wenn wir die Fans einschalten. Dann würde ich sagen, starten wir das Ganze mal los mit einem Drop of Evil. Mal, bin ich mal nicht, ah. Da komme ich so nicht rein. Sehr schön. Licht aus. Fans an. Ui, ja. Ja, das war natürlich wieder sehr klug. Jetzt habe ich vergessen, die Vektorplatten zu setzen. Ei, 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 ei. Und natürlich zwei Creeper gespawnt. Ah, ja. So, wie kriegen wir die jetzt da raus? Will natürlich nicht, dass die jetzt die ganze Bude zerlegen. Hahaha. Mit der Tür komme ich natürlich auch nicht wirklich gut rein oder raus. Okay, da müssen wir jetzt einfach abwarten, bis die zufällig da reinlaufen. Ich will jetzt da nicht reinlaufen und alles zerstören, was wir jetzt aufgebaut haben. Deswegen würde ich sagen, wir warten einfach, bis sie kurz tot sind. Oder einfach verschwinden. Okay. Gut, auch okay. Ui. Au. Es hat wehgetan. Ja, danke. Kleiner Tipp: Wenn man sneakt, dann wirken die Platten nicht. So, schnell wieder raus. Und Versuch Nummer 2. Echt interessant, wo die hin verschwunden sind. Gute Frage. Ah, Experience Chunk. Ist es das, was wir wollten? Nein. Eigentlich nicht. Wir brauchen ja diese
Mob Chunks Mystical. Für den Tier 1 Seed. Genau, da hat uns ja noch ein Rezept gefehlt. Da brauchen wir die Zombie Chunks. Aber ich denke, das sollte funktionieren. Okay, dann würde ich in diesem Sinne die Folge für heute abschließen. Ist heute ein bisschen länger geworden, aber dafür haben wir eine funktionierende Mobfarm. Muss man bloß schauen, nicht, dass das Ganze ein bisschen zu viel wird, weil natürlich das Schwert immer nur eine Kreatur schlägt. Das nächste Problem ist natürlich auch, das Schwert hat bloß eine Durability. Und wie man sehen kann, die nimmt natürlich deutlich ab. Da werde ich noch ein paar Schwerter herstellen und dann müssen wir es halt rechtzeitig ausschalten. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren, bewerten. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.